Marion! Marion! Wo bist du? Wo sind wir? Wir sind im Bild. Und hier bin ich auch. Was denn für ein Bild? Die Farben erinnern mich an Franz Marc. Richtig, das ist ein seiner der berühmtesten Bilder. Wie der Kuh. Was sagst du denn da? Ich sehe keine einzige gelbe Kuh. Hinter dir, pass auf! Bitte schön, die Kuh. Wow, guck mal, wie froh die ist. Als ob die im Paradies wäre. Im Paradies der Kühe. Marion, sie will dir einen Kuss geben. Wahrscheinlich hat er sie so gemacht. Als ob sie jemandem gerade einen Kuss geben wollte. Weil für den Maler gern ein Symbol verfaucht. Genau, manche glauben, dass seine Frau, Maria Marc, das Vorbild für die berühmte gelbe Kuh war. Wenn man bedenkt, dass das Bild 1913 entstanden ist, 2 Jahre nach ihrer Hochzeit und dass das Blau mit Hintergrund den Maler symbolisiert, dann ist das Bild eigentlich ein realistisch hochendes Bild. Woher sollte der arme Franz Marc wissen, dass wir ein Jahrhundert später verstehen, was er gemacht hat und darüber sprechen? Ich glaube, dass er sich sehr darüber freuen würde, wenn er wüsste, dass wir ein Jahrhundert später über ihn sprechen. Obwohl, wenn ich ehrlich bin ich mir nicht sicher, wie sehr sich seine Frau darüber freuen würde. Dass sie möglicherweise von einer Kuh darstellt wird. Ach was, sie würde sich bestimmt auch freuen, da die Tiere für Marc andere, bessere Eigenschaften haben, die die Menschen verloren haben. Als was für die Tiere wird denn in den Holzgärten dargestellt? Lass nur, es ist besser, wenn wir nicht darüber nachdenken. Lass uns einfach das Bild genießen.